Vielen Dank, Herr Abgeordneter Promny. Als nächstes hat sich der Abgeordnete May von der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen zu Wort gemeldet. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen, die Ausschweifungen der Kollegen der demokratischen Fraktionen, über alles Mögliche zu reden, aber nicht über die Maßnahmen, die wir als Koalition jetzt vorgeschlagen haben, zeigt ganz deutlich, dass die Maßnahmen, die wir vorschlagen, anscheinend dort akzeptiert werden. Ansonsten müsste man ja nicht über alles Mögliche reden. Das ist bei den Redebeiträgen von Herrn Promny und Herrn Degen sehr deutlich geworden. Anscheinend haben wir also alles richtig gemacht an dieser Stelle. Das freut mich zu hören. Denn das, was Sie, Herr Promny, da aufgebaut haben, einen scheinbaren Widerspruch zwischen digitalen Kompetenzen, zwischen dem, was wir im Bereich Digitale Schule Hessen verantworten, und dem, was wir jetzt als Programm Bildungssprache Deutsch aufgesetzt haben. Ich glaube, da sollten Sie sich noch einmal die Programme im Einzelnen anschauen. Sie bauen dort einen Widerspruch zwischen zwei Dingen aus, die einander ergänzen, die miteinander ganz genau verzahnt sind. Von daher glaube ich, dass das ein Versuch war, davon abzudenken, dass Sie in dieser Frage Bildungssprache Deutsch nichts Eigenständiges vorzuweisen haben. Aber das lassen wir Ihnen nicht durchgehen. Und ich möchte ja auch ganz klar sagen, das Wort Bildungssprache haben wir wohl bewusst gewählt, auch wenn das bei dem einen oder anderen anscheinend Irritationen ausführt, dass das etwas anderes ist als nur eben Sprache Deutsch. Es geht eben tatsächlich darüber, etwas über die Alltagssprache hinausgehendes, etwas, was in einem Maß an Schriftlichkeit, Abstraktionsfähigkeit, Lesekompetenz vorhanden sein muss, was eben darüber hinausgeht und was zum Ausdruck bringt, dass unser Ziel ist, ein Verfügbarmachen an sprachlicher Kompetenz, das allen Fächern, das allen Herausforderungen im Bereich der Bildung nützlich ist und damit also der gesamten Persönlichkeit der Schülerinnen und Schüler dienlich ist. Ich glaube, diesen Aspekt mal zu berücksichtigen, dass es hier darüber hinausgeht, nur ein bisschen mehr Deutschunterricht zu machen, das sollte auch gewürdigt werden an dieser Stelle. Und in diesem Kontext möchte ich hervorheben, es ist ein Ziel für alle. Ich wiederhole, für alle Schülerinnen und Schüler einen hohen Kompetenzerwerb in der Bildungssprache Deutsch zu ermöglichen. Und auch wenn einzelne Programmteile sich an Teilmengen der Schülerschaft wenden, so geht es doch darum, ein Programm für die Gesamtheit der Schülerinnen und Schüler zu machen, ein inklusives Programm, das also alle Schülerinnen und Schüler gleichermaßen in den Blick nimmt. Und dahinter steckt die Motivation, alle Talente zu fördern, Hürden einzureißen und möglichst allen Kindern alle Wege offen zu halten. Und ich fand deswegen sehr passend, dass der Kollege Schwarz die Statistik gezeigt hat, was wir im Bereich der Reduzierung der Schulabbrecherzahlen erreicht haben. Dort sind wir als Hessen Spitze, und das werden wir weitergehen. Allen Kindern, unabhängig von ihrer Herkunft, die gleichen Bildungschancen zu ermöglichen, das ist das Ziel unserer Politik. Und die Deutschförderung, die Förderung der Bildungssprache Deutsch ist ein Teil davon. Denn viele Kinder mit und ohne Migrationshintergrund haben Defizite beim Spracherwerb. Und ihnen den Zugang zur Bildung zu erleichtern, das ist eben ein wesentliches Ziel des Programms zur Förderung der Bildungssprache Deutsch. Wir haben uns jetzt als Koalition auf einen Maßnahmenkatalog geeinigt, den wir Ihnen vorgelegt haben. Ich habe schon mit Bedauern festgestellt, dass darauf erstaunlich wenig eingegangen ist. Ich möchte aber auf drei Punkte hier noch einmal genauer eingehen. Das erste ist die Frage der zusätzlichen Stunde Deutsch. Ich glaube, dass dieses Projekt, das mit erheblichem Mitteleinsatz verbunden ist und ja auch nur im ersten Schritt mit 100 Stellen verbunden ist, dem Kompetenzerwerb aller Schülerinnen und Schüler dienlich sein wird. Es geht darum, nicht nur um Handschrift, obwohl Handschrift sehr wichtig ist, weil wir aus Untersuchungen wissen, dass der Stift wesentlich wirksamer ist als das Keyboard, sondern es geht auch um Lesekompetenz. Es geht auch darum, Lernprozesse zu stärken. Und wenn wir um das Thema Lernkompetenz und Lesekompetenz sprechen, dann
haben wir hier die Frage nicht nur Grundwortschatz Deutsch, sondern da geht es eben auch darum, im Sinnzusammenhang lesen zu können. Und dieses im Sinnzusammenhang lesen zu können, naja, das scheint dann doch eine große Herausforderung zu sein. Anders kann ich es mir nicht erklären, dass hier in diesem Zusammenhang alles Mögliche reingerührt wird und auch der Widerspruch zwischen Bildungssprache Deutsch und Mehrsprachigkeit konstruiert wird. Denn diejenigen, die im Zusammenhang lesen könnten, hätten gesehen, dass auch genau diese Frage in unserem Antragstext vorkommt. Und dann, wenn Sie dort weitergelesen hätten, in dem Beschluss der Kultusministerkonferenz in Ziffer 6, wo da ganz klar steht, für die sprachliche Bildung und Sprachförderung wird Mehrsprachigkeit als Ressource verstanden, dann hätten wir uns einen Teil der Debatte sparen können. Aber das zeigt, wie arg das Problem ist. Auch im Abgeordnetenhaus, im Landtag muss man da auch daran erinnern. Man muss auch im Zusammenhang die Dinge aufnehmen. Und eine Frage, die sehr gerne aufgenommen wird, ist die Frage der Vorlaufkurse. Wir haben uns darauf geeinigt, als Koalition den Vorlaufkursen einen verpflichtenden Charakter zu verleihen. Sie werden auch jetzt schon sehr gut angenommen. Von fast allen Adressaten wird es angenommen. Über 90% der Schülerinnen und Schüler, denen eine Teilnahme einem Vorlaufkurs empfohlen wird, wird das dann auch angenommen. Und wichtig dabei ist zu wissen, es geht hier nicht nur um Kinder mit Migrationshintergrund, sondern auch solche ohne Migrationshintergrund werden dort adressiert. Und auch an dieser Stelle ist es klar zu sagen, es geht hier nicht darum um Aussonderung, sondern es geht darum zu inkludieren. Und von daher, Frau Kula, Sie haben das hier ja noch einmal aufgemacht und haben gesagt, wir würden hier den Versuch unternehmen, Leute von der Bildung auszuschließen. Das genaue Gegenteil ist der Fall. Es geht darum, für alle Schülerinnen und Schüler, unabhängig von ihrer Herkunft, die gleichen Bildungschancen zu ermöglichen. Das ist das Ziel, was wir mit den Vorlaufkursen erreichen wollen, die im Übrigen parallel im letzten Jahrgang vor der Einschulung gemacht wird. Darum geht es, dass alle Schülerinnen und Schüler die gleichen Startvoraussetzungen haben. Mit und ohne Migrationshintergrund ist das eine Aufgabe und von daher ein ganz inklusiver Gedanke, den wir hier verfolgen. Und ich möchte an dieser Stelle die Journalistin Tembi Wolf, die Spiegel Online im Kontext einer Debatte im letzten Spätsommer ein Essay auf Spiegel Online verfasst hat, zitieren. Zitat Anfang. Es waren die anderen Kinder, also es geht dabei um ihre Erfahrungen mit dem Bildungssystem in Berlin, es waren die anderen Kinder, die mit wenigen Deutschkenntnissen in einem starren Lehrplan gezwängt wurden, für diese Grundschule unheimlich anstrengend sein musste. Ein Schulsystem muss man aber daran messen, wie es denjenigen mit den schlechtesten Startschwierigkeiten behandelt. Die, deren Eltern weder Zeit noch Geld noch Bildung mitbringen, wie es die Kinder auffängt, die kein Deutsch sprechen. Auf solche Kinder muss es ausgerichtet werden. Und das Zitat endet mit einer Schlussfolgerung. Und deswegen ist eine verpflichtende Vorschule, das war damals die Diskussion in Berlin, vielleicht keine schlechte Idee. Bezogen auf unser hessisches Schulsystem möchte ich sagen, die Vorlaufkurse, die wir weiter aufbauen, sind eine gute Idee. Sie wirken inklusiv, richten sich darauf, allen Kindern unabhängig von ihrer Herkunft die gleichen Bildungschancen zu ermöglichen. Von daher weise ich das, was Sie hier ausgeführt haben, zurück. Aber nicht nur im Bereich der vorschulischen und der Primarbildung sind wir aktiv, sondern auch im Bereich der beruflichen Bildung. Um eine erfolgreiche duale Ausbildung, also nachdem diejenigen, die es betrifft, aus ITEA kommen, zu unterstützen, gibt es zusätzlich auch jetzt die Deutschförderung ehemaliger Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteiger im Rahmen des zweiten Berufsschultages in der dualen Ausbildung. Und hier werden seit dem Schuljahr 2018/2019 4 Deutschstunden als zusätzliche Deutschförderung ermöglicht, sodass nach der vorgesehenen Ausweitung des Angebots die Auszubildenden noch zielgerichteter ausgebildet werden können. Auch das finde ich ein Ansatz, der ganz deutlich macht, dass wir die Teilnehmerinnen und Teilnehmer stärken wollen, dass sie gleiche Bildungschancen haben, dass sie eine aktive Teilhabe an der Gesellschaft haben können. Und auch das finde ich einen ganz inklusiven Gedanken. Das Programm Bildungssprache Deutsch ist also ein weiterer Baustein unserer Bildungspolitik mit dem Ziel gleicher Teilhabe aller Schülerinnen und Schüler
unabhängig ihrer Herkunft weiter voranzubringen. Wir gratulieren dem Kultusminister Alexander Lorz, dass es ihm gelungen ist, dieses Programm auch auf KMK-Ebene zu verankern, dass jetzt am Ende des letzten Jahres alle Länder gesagt haben, das, was die Hessen dort in ihrer Koalitionsvereinbarung sich vorgenommen haben und als Programm sich vorgenommen haben, das wollen wir alle nachmachen. Ich glaube, das ist ein schöner Erfolg und zeigt, dass wir so falsch damit nicht liegen können. Wenn sich 16 Bundesländer hinter Alexander Lorz vereinigen können, glaube ich, ist das ein gutes Signal. Vielen Dank, Herr Abgeordnete May. Für die Landesregierung hat jetzt Staatsminister Prof. Dr. Lorz das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ich kann und will zunächst nur unterstreichen, was der Antrag der Regierungsfraktionen hier gleich zu Beginn statuiert. Das sichere Beherrschen der Bildungssprache Deutsch ist die Grundvoraussetzung für jeden schulischen Erfolg. Denn in einer mehr und mehr auf Kommunikation ausgerichteten Welt sind bildungssprachliche Kompetenzen unverzichtbar, wenn man sich Informationen erschließen, Situationen bewerten, eigene Meinungen artikulieren und damit aktiv an der Gesellschaft teilhaben will. Diese Erkenntnis, meine Damen und Herren, war der wesentliche Grund, warum ich letztes Jahr als Präsident der Kultusministerkonferenz einen Diskurs über die Erfolgsbedingungen sprachlicher Bildung angestoßen habe. Und ja, ich freue mich sehr darüber, dass es gelungen ist, zum Abschluss der hessischen KMK-Präsidentschaft eine Empfehlung der Kultusministerkonferenz zur Stärkung dieser bildungssprachlichen Kompetenzen in der deutschen Sprache zu verabschieden. Denn es ist das erste Mal in der Geschichte der Kultusministerkonferenz gewesen, dass wir zu diesem Thema Empfehlungen verabschieden. Die Länder erhalten mit dieser Empfehlung einen Orientierungsrahmen, der ihnen individuelle Ausgestaltungsmöglichkeiten eröffnet. Das machen wir übrigens immer so in der Kultusministerkonferenz. Diese Empfehlungen haben immer grundsätzlichen Charakter und müssen dann natürlich auf Landesebene ausgefüllt werden. Es sind 10 Grundsätze, die die Gelingensbedingungen für eine erfolgreiche Stärkung bildungssprachlicher Kompetenzen definieren. Meine Damen und Herren, ich möchte meinen Beitrag hier dazu nutzen, um Ihnen diese 10 Grundsätze kurz vorzustellen. Und gleichzeitig als besondere Serviceleistung für die Kollegen Scholz und Degen anhand konkreter Maßnahmen deutlich zu machen, wie wir diese Kompetenzen schon heute fördern und in den kommenden Jahren weiter systematisch ausbauen werden. Erstens. Sprachliche Bildung erfolgt durchgängig und systematisch über alle Bildungsetappen hinweg. Deswegen sind beispielsweise eine frühe Sprachstandsfeststellung und damit verbunden eine systematische Deutschförderung auch schon vor der Einschulung von grundlegender Bedeutung. Das ist das, was wir in Hessen mit dem System der Vorlaufkurse in enger Kooperation von Kindertageseinrichtungen und Grundschulen praktizieren. Dazu ist hier jetzt in der Debatte schon viel gesagt worden. Das muss ich nicht wiederholen. Ich will nur einfach feststellen, wir waren die Ersten, die das eingeführt haben. Das war ja auch schon vor meiner Zeit. Mittlerweile ist das ein bundesweit nachgeahmtes Modell. Und wenn wir jetzt dahin gehen, wir wollen das auch noch den letzten Kindern, die wir bisher auf der freiwilligen Basis noch nicht erfassen könnten, ermöglichen, indem wir das eben verpflichtend machen, dann sind wir da sogar schon nicht mal mehr die Ersten. Da gibt es nämlich 3 Bundesländer, interessanterweise alle im Norden, die da vorgeprescht sind und gesagt haben, das Modell ist so toll, das machen wir direkt verpflichtend. Und das beruht natürlich auf den positiven Erfahrungen. Die Zahlen sprechen doch für sich. Wenn wir, bevor wir dieses Instrument hatten, immens hohe Abbrecherquoten hatten, gerade eben bei den Schülerinnen und Schülern, die mit nicht deutscher Muttersprache in die Schule gekommen sind, und wenn wir jetzt so viel niedrigere Quoten haben, also dann zu sagen, da besteht kein kausaler Zusammenhang, da muss man schon relativ blind für die Tatsachen sein, meine Damen und Herren. Zweitens. Sprachliche Bildung ist Querschnittsaufgabe aller an schulischer Bildung Beteiligten und durchgängiges Unterrichtsprinzip in allen Fächern. Das ist nicht so selbstverständlich, wie sich das heute vielleicht anhören mag. Dieser Gedanke, jede Stunde ist eine Deutschstunde, ist etwas, was auch erst in den letzten Jahren sich durchgesetzt hat, weil man eben erkannt hat, wie wichtig beispielsweise auch solche Aspekte wie sprachsensibler Fachunterricht sind. Und dafür stärken wir etwa die Fachberatung in unseren staatlichen Schulämtern und kooperieren, um Ihnen ein anderes Beispiel zu nennen, mit der Stiftung Polytechnische Gesellschaft in Frankfurt, um bedarfsgerecht auch in der Ferienzeit für eine Deutschförderung ohne Unterbrechung zu sorgen. Drittens.
Konzepte zur sprachlichen Bildung sind Teil von Unterrichts- und Schulentwicklung. Dafür haben wir beispielsweise den Hessischen Grundwortschatz entwickelt und werden in Kürze noch eine Handreichung dazu veröffentlichen, um unseren Grundschulen eine zusätzliche Orientierungshilfe bei der Vermittlung der sprachlichen Kernkompetenzen Lesen und Schreiben zu bieten. Viertens. Sprachliche Bildung trägt zu einer ganzheitlichen Persönlichkeitsentwicklung und Welt- sowie Werteorientierung bei. Hier schneidet sie sich mit unseren Anstrengungen zur Wertevermittlung und Demokratieerziehung, die ja hier in diesem Hohen Hause auch schon mehrfach Thema waren. Was ich hinzufügen möchte, ist, dass es auch auf die Entwicklung von Lesekultur und Lesesozialisation ankommt, weil Dinge wie Lesepatenprojekte oder auch schulische Vorlesewettbewerbe nicht nur die sozialen Kompetenzen stärken, sondern zugleich auch dem Mangel an Lesevergnügen bei unseren jungen Schülerinnen und Schülern entgegenwirken. Das war für mich in der letzten PISA-Studie eigentlich der aufsehenerregendste Befund, dass unsere Schülerinnen und Schüler sehr wohl über die Techniken verfügen, um vernünftig zu lesen, dass ihnen das in der Schule beigebracht wird, dass sie aber das Vergnügen, die Freude am Lesen offensichtlich noch mehr vermitteln müssen. Dafür brauchen wir, glaube ich, auch neue Formate. Davon haben wir einige entwickelt. Aber das ist ein Ansporn, auf diesem Weg auch sich noch weitere neue und kreative Ideen einfallen zu lassen, meine Damen und Herren. Fünftens. Die gezielte Ausbildung bildungssprachlicher Kompetenzen trägt zur individuellen Begabungsentfaltung bei. Deswegen, meine Damen und Herren, hat beispielsweise eine gezielte Korrektur der Rechtschreibung, und zwar möglichst früh, auch etwas mit der Verwirklichung von Bildungsgerechtigkeit zu tun. Denn wer sich das nicht frühzeitig aneignet und wer nicht entsprechend bildungsnahe und engagierte Eltern hat, der kann das ja nur in der Schule lernen. Der wird die ganze Bildungslaufbahn hindurch Probleme haben. Und deswegen, meine Damen und Herren, möchte ich auch angesichts des Artikels vom letzten Sonntag in der Welt am Sonntag, das ist ja so ein wiederkehrendes Element, das taucht immer wieder wie das Ungeheuer von Loch Ness auf, ich will zum wiederholten Male die Gelegenheit nutzen, um klarzustellen, dass deswegen das sogenannte Schreiben nach Gehör ohne Rechtschreibkorrektur in unseren Grundschulen nichts zu suchen hat, meine Damen und Herren. Sechstens. Für die sprachliche Bildung wird Mehrsprachigkeit als Ressource verstanden. Ja, es ist wichtig, dass diese Aussage auch da drin steht in den Empfehlungen der Kultusministerkonferenz. Und hier liegt noch eine spannende pädagogische Aufgabe vor uns, meine Damen und Herren, nämlich die vorhandenen Sprachkompetenzen unserer nichtmuttersprachlichen Schülerinnen und Schüler so zu nutzen, dass sie ihnen auch beim Erlernen der Bildungssprache Deutsch zugutekommen. Das ist nämlich nicht in einem zusammenhanglosen Unterricht einfach in irgendeiner anderen Sprache getan, sondern da müssen wir uns, glaube ich, auch ganz neue Gedanken über Pädagogik und Didaktik machen, damit man die eine Sprache auch wirklich zum Erlernen der anderen nutzen kann. Da sind wir bestimmt noch nicht am Ende des Weges, aber das wollen wir weiter voranbringen. Deswegen steht auch das in den Empfehlungen der KMK. Siebtens. Eine Sprachförderung basiert sowohl auf standardisierten als auch auf informellen Diagnoseverfahren. Deswegen wird in Hessen schon seit dem Schuljahr 2012 die Teilnahme am deutschen Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz an allgemeinbildenden Schulen angeboten. Und seit dem Schuljahr 2016 nehmen auch die beruflichen Schulen am sogenannten DSD 1 Pro teil. Hessen, meine Damen und Herren, liegt hier in absoluten Zahlen, und Sie wissen, wir sind nicht das größte Bundesland, aber wir liegen in absoluten Zahlen hier bundesweit an der Spitze. Das wollen wir auch bleiben. Deswegen werden wir beispielsweise auch weiterhin die Kosten für die Teilnahme übernehmen. Achtens. Sprachliche Bildung orientiert sich an wissenschaftlichen Erkenntnissen. Deshalb wird Hessen beispielsweise aktiv an der neuen Bund-Länder-Initiative BIS-Transfer, das ist Bildung durch Sprache und Schrift, teilnehmen, und wird mit verschiedenen Schulverbünden wissenschaftliche Erkenntnisse in die schulische Praxis umsetzen. Ich nenne hier als Beispiele für die frühe Sprachförderung Deutsch für den Schulstart, ein Sprachförderkonzept der Universität Heidelberg, oder die Sprachförderprofis, ein ähnliches Konzept der Goethe-Universität in Frankfurt. Und langfristig wollen wir ein umfassendes Kompetenzzentrum zur Bildungssprache Deutsch einrichten und werden einen ersten Schritt in Kooperation mit der Goethe-Universität die Einrichtung einer Kompetenzstelle Orthographie vornehmen, meine Damen und Herren. Neuntens. Die Digitalisierung ist zugleich Herausforderung und Chance für die sprachliche Bildung. Da taucht beides auf, auch die Chance, Herr Kollege Promny. Da haben wir sehr wohl darauf geachtet, dass das auch so in der Empfehlung formuliert ist. Warum eine Chance? Weil die Digitalisierung natürlich ein orts-, zeit- und lehrkraftunabhängiges Lernen ermöglicht. Und schon heute praktizieren wir Projekte wie etwa COP,
das haben wir ja gestern im Rahmen der Fragestunde schon angesprochen, oder auch das erfolgreiche Projekt Deutsch und PC. Und auch dazu wird uns mit Sicherheit, wenn jetzt die digitale Infrastruktur mit unserem Landesprogramm Digitale Schule Hessen noch besser etabliert ist an den Schulen flächendeckend, dann werden uns da auch bestimmt noch weitere gute Programme zur Förderung einfallen. Zehntens. Die Vermittlung sprachlicher Bildungskonzepte sollte Bestandteil aller Phasen der Lehrerbildung sein. Darauf werden wir ganz bestimmt im Rahmen der Novelle des Hessischen Lehrerbildungsgesetzes noch zurückkommen. Meine Damen und Herren, und das, womit ich Ihnen einfach nur exemplarisch zeigen wollte, wie man diese 10 Grundsätze der Kultusministerkonferenz mit Leben erfüllt, trotzdem ist das nur eine kleine Auswahl aus dem breiten Spektrum unseres Gesamtsprachförderkonzepts. Ich habe da noch nicht über die Intensivmaßnahmen gesprochen. Ich habe da noch nicht, aber es ist ja dankenswerterweise in der Debatte schon erwähnt worden, über die zusätzliche Deutschstunde an der Grundschule gesprochen. Aber ich sehe, es sind noch 6 Sekunden auf der Uhr. Und deswegen lassen Sie mich einfach mit dem Abschlusssatz für heute formulieren. Diese Förderung der Bildungssprache Deutsch ist eine Daueraufgabe für unsere Schulen und damit auch für die Bildungspolitik. Wir haben sie auf neue Füße gestellt. Wir haben neue Leitplanken eingezogen mit diesen Empfehlungen der Kultusministerkonferenz. Hessen ist hier in vielerlei Hinsicht bundesweit Vorbild. Und wir werden alles dafür tun, dass das auch so bleibt. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Staatsminister Lorz. Der Abgeordnete Schwarz von der CDU-Fraktion hat uns noch einmal gezeigt, wie schön er schreiben kann, und sich für die zweite Runde zu Wort gemeldet. Frau Präsidentin, vielen Dank für das Wort. Da mir eben gerade die Gelegenheit nicht gegeben wurde, Fragen zu stellen, bin ich noch einmal nach vorne gegangen und mache das dann noch. Ich bin dem Kultusminister dankbar dafür, dass er ausführlich über den 10-Punkte-Katalog der Kultusministerkonferenz eingegangen ist. Aber darauf werde ich gleich noch Bezug nehmen. Frau Kollegin Kula, Sie haben vorhin festgestellt, dass all das, was wir so unternommen haben, auch mit dem, was wir bereits seit 2002 und 2003 durch Vorlaufkurse erreicht haben, es keinerlei Beleg dafür gäbe, dass das erfolgreich sei. Jetzt stelle ich Ihnen die Frage, wie begründen Sie das denn, dass Hessen, die Übersicht habe ich Ihnen gerade gezeigt, das von dem Bildungsmonitor aus dem Jahr 2019 mit großem Abstand am besten abschneidet, wenn es darum geht, bei dem Bildungserfolg der ausländischen Schülerinnen und Schüler. Das ist ausschließlich und mit Grund, weil wir dieser Problematik frühzeitig Herr geworden sind durch die richtigen Maßnahmen. Und da freuen wir uns drüber, meine Damen und Herren. Dann stelle ich gleichermaßen die Frage, aber die könnte ich jetzt an alle Oppositionsparteien stellen. Wenn das, was wir hingelegt haben, so schlecht wäre, warum beschließt denn die Kultusministerkonferenz im Prinzip genau das, was wir bereits umsetzen? Der Minister hat das doch eben gerade vorgestellt, den 10-Punkte-Katalog. Schauen Sie einmal genau hin. Genau das, was wir bereits machen und noch ausbauen, hat die Kultusministerkonferenz jetzt beschlossen. Das ist ein Ritterschlag für hessische Kultuspolitik. Und da können wir uns darüber freuen, meine Damen und Herren. Und, lieber, und das meine ich sehr im Ernst, sehr wertgeschätzter Kollege Promny, die bildungspolitischen Debatten mit Ihnen machen deswegen Spaß, weil Sie etwas von dem Fach und von der Sache verstehen. Deswegen ist es toll, mit Ihnen, ja, das darf man ja auch mal sagen, mal diskutieren. Allerdings hier und dort gibt es schon kleine oder manchmal etwas größere Dissensen. Der Bereich Digitalisierung ist für uns ein absolut prioritäres Thema, und das, was wir in Hessen mit dem Digitalpakt Schule auf den Weg gebracht haben, das ist deswegen auch so vorbildlich, weil kein anderes Bundesland so viel Eigenmittel obendrauf gelegt hat, wie wir gemeinsam mit den Kommunen. Das zeigt, welche Bedeutung dieses Thema wir da tatsächlich beimessen. Aber eins bleibt auch, und das habe ich von dieser Stelle auch schon mehrfach erklärt, Primat in der Grundschule ist dann schon Pädagogik.
Die Digitalisierung und alles, was dazugehört, ist ein Hilfsmittel. Aber zunächst einmal ist Bildung und Erziehung auch eine persönliche Sache. Das Primat der Pädagogik ist für uns von elementarer Bedeutung. Das bedeutet nicht, dass wir die Digitalisierung und alle Möglichkeiten, die daraus erwachsen, in irgendeiner Form ausschließen. Und dann will ich noch einmal zu den Jahrmarktschreiern auf der linken Seite kommen. Nee, es geht auch so nicht. Es geht es politisch. Jahrmarktschreier, ich bitte um Nachsicht. Bitte um Nachsicht, Herr Kollege, falls das eine falsche Formulierung war. Also, die politischen Jahrmarktschreuer auf der linken Seite dieses Hauses, ich glaube, so haben wir es sauber formuliert. Wir können gerne über alles reden, was alles noch zusätzlich an Mitteln rein muss und Mehrsprachigkeit und dieses, jenes, welches. Aber die Kunst in der Politik ist auch, Prioritäten zu setzen. Und deswegen will ich eines sagen. Jetzt lassen Sie eine Zwischenfrage zu? Ich habe noch 40 Sekunden. Deswegen lassen Sie die Zwischenfrage nicht zu. Machen Sie bitte eine kurze Intervention. Dann wachsen mir noch einmal 2 Minuten Redezeit zu. Das wär mir am liebsten. Also ganz schnell. Ganz schnell. Wer für die Bildungssprache etwas tut, tut etwas für die gesamte Bildung. Denn wer Deutsch versteht, der kann auch Mathematik. Der kann Physik, der kann Chemie und alles andere. Ohne den funktioniert es nicht. Und dann habe ich auch die Grundlage, in die Breite zu gehen, in breite Sprachkenntnis und in breiten Spracherwerb. Insofern die Reihenfolge der Faktoren ist nicht immer beliebig. Und deswegen Prioritätensetzung und vernünftigen Umgang mit den Haushaltsmitteln, das ist auch politische Verantwortung. Und die trägt Schwarz-Grün vorbildlich. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Abgeordneter Schwarz. Mir liegen jetzt keine weiteren Wortmeldungen. Nein, kann er ja nicht. Bei 5 Minuten kann er keine Kurzintervention machen. Er kann sich zur zweiten Runde melden, das hat er aber nicht getan. Also, mir liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Deswegen können wir über den Antrag von CDU und Bündnis 90 die Grünen mit der Drucksache 20-2359 abstimmen. Wer für den Antrag ist, bitte ich um das Handzeichen. Hier steht abstimmen. Aber gut, wenn Ausschuss, dann was jetzt Ausschuss? Dann überweise ich den in den KPA. Gut.